Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo zur ersten Anmeldung bei der Online-Diagnose. Ein Benutzerkonto erhält man von dem Schuladmin, von der Person, die in der Schule diese Westermann-Online-Diagnose-Sachen administriert. Wenn Sie schon länger damit arbeiten, dann wird diese Person hoffentlich bekannt sein. Falls Sie neu damit starten und gar nicht wissen, wer dafür zuständig ist, falls Sie früher mal damit gearbeitet haben und Zugangsdaten vergessen wurden, kann ich folgenden Tipp geben. Die Schuladmin meldet sich also hier an, beziehungsweise die Person, die das als erstes einrichtet, und vielleicht die Person als Admin bestimmt. Wir melden uns bei der neuen Online-Diagnose an. Und jetzt geben wir als E-Mail-Adresse die offizielle Schul-E-Mail-Adresse an. Diese Adressen sind im Zweifelsfall als Admin-Konto hinterlegt. Also die Schulnummer at schulverwaltungbremen.de. So, und jetzt klicken wir auf Benutzername oder Kennwort vergessen. Dann wird also an das Schul-E-Mail-Postfach ein neues Kennwort bzw. eben eine E-Mail mit dem Verfahren zur Einrichtung eines neuen Kennworts geschickt. Dann verfügt man also hierüber über ein Admin-Konto und kann da in dem Fall dann eben neue Lehrkräfte anlegen und neue Rechte vergeben. In diesem Schritt wählen wir die Klasse, das Bundesland, das Schulbuch und die Schulstufe aus. Als Klassenstufe nehmen wir die Klasse, in der unterrichtet wird, in diesem Beispiel Klasse 5. Das Bundesland ist natürlich Bremen. Und jetzt sehen wir schon, jetzt öffnet sich hier eine Ansicht mit Schulbüchern für die Fächer Englisch, Mathe und Deutsch. Als nächstes wählen wir die Schulform aus. Und das könnte natürlich Gymnasium sein. Jetzt sehen wir schon, die Bücher ändern sich wieder. Oder Oberschule. Und schon sehen wir wieder eine andere Ansicht der zur Verfügung stehenden Bücher. Jetzt ist das Wichtige, dass das Buch hier auftaucht. Sollte es bei Oberschule nicht auftauchen, könnte man vielleicht auch integrierte Gesamtschule versuchen. Der entscheidende Schritt kommt danach. Das, was hier an dieser Stelle Oberschule oder integrierte Gesamtschule ausgesucht ist, ist an dieser Stelle für das Testergebnis erst einmal nicht entscheidend. Wir wählen dieses Werk hier aus. Für Englisch können jetzt hier nochmal die Teile des Testes auswählen. Und jetzt sehen wir schon, hier an dieser Stelle ist schon eine weitere Einstellmöglichkeit für die gesamte Klasse. Hier kann man jetzt einstellen, ob die Klasse eher im Grundniveau ist, im mittleren Feld oder im erweiterten Bereich unterrichtet wird. Im Grundniveau werden mehr Fehler verziehen und zugelassen als zum Beispiel im erweiterten Bereich. Wir belassen es erst einmal bei Mittel. Weil zum Beispiel in einer bunt gemischten Oberschulklasse kann man denn in der Klasse anschließend immer noch weitere Einstellungen vornehmen. Wir legen die Klasse an. So, nun haben wir hier das Lehrwerk, Klasse 5, Testniveau Mittel. In diesem Schritt gehe ich darauf ein, wie man nun SchülerInnen zu dieser Klasse und zu diesem Test hinzufügt. Dazu klicken wir einmal auf Klasse bearbeiten und werden auf ein neues Portal weitergeleitet. Hier muss man sich auch nochmal, wenn man das nicht getan hat, mit seinen Login-Daten anmelden. Hier können wir nun verschiedene Einstellungen vornehmen, SchülerInnen hinzufügen. Da sehen wir jetzt an dieser Stelle,
Dass schon einige andere Westermann-Produkte wie Antolin oder Zahlenzorro hier benutzt wurden und dass es eine Schnittstelle gibt und hier die verschiedenen Klassen übernommen werden können. Das sind natürlich jetzt Beispiele aus der Grundschule. Hier sieht man zum Beispiel das Lehrwerk, also Deutsch, Englisch, Mathe und den Jahrgang und ne, Klasse 9, Klasse 5. Und hier verbergen sich auch eben Klassen dahinter. So, jetzt könnte man also zum Beispiel hier sehen, hier ist also der Schüler Till digital. Natürlich sind in echten Klassen viel mehr Schüler, die man dann eben entsprechend hier auswählen kann. Wenn ich das erste Mal das benutze an der Schule und die Schule hier noch keine weiteren anderen Produkte hat, dann muss man einmal die SchülerInnen neu anlegen. Und jetzt machen wir das für die Klasse OD SEC Englisch 5. So wird die Klasse also später eingruppiert. Wir legen neue SchülerInnen an. Wir geben noch die Jahrgangsstufe dazu an und sagen, hier nochmal, die Kennwortstufe muss ausgewählt werden. Wir sind in der 5. Klasse und nehmen eine leichte Kennwortstufe. Und jetzt sagen wir Schülerzugänge hinzufügen. Okay, das war's. Jetzt gehen wir zurück auf die Klassen. Hier sehen wir schon meine ganzen Klassen, die ich schon testweise angelegt habe. Man kann auch hierüber wieder eine neue Klasse anlegen für das Schuljahr, die Jahrgangsstufe und so weiter. Man könnte an dieser Stelle auch den Zusatz anlegen, also A, B, C und so weiter. Und wir gehen jetzt wieder zurück auf die Diagnostikseite. Wir sehen, die Seite lädt neu und Adam und Paula sind nun hier hinzugefügt. Sind sie einmal hinzugefügt, kann man sie auch für die anderen Diagnostiktests übernehmen. Also hier, wer jetzt hier in Englisch hinzugefügt ist, ist einmal hinzugefügt und kann dann auch anschließend für den Test in Mathe oder in Deutsch weiter hier zu den anderen Tests hinzugefügt und genutzt werden. Nachdem wir nun die Klasse angelegt haben, das Buch ausgewählt haben und SchülerInnen in der Klasse haben, brauchen diese noch ihre Zugangsdaten. Dafür gibt es eben in dieser Ansicht Meine Klassen, Klasse 5, im unteren Bereich drei Button. Der letzte hier, ganz rechts, ist hier der wichtige Zugangsdaten. Drucken. So, wenn ich da jetzt drauf drücke, öffnet sich jetzt ein neues Fenster. Jetzt sehe ich hier nochmal die Klasse in der Übersicht. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel einzelne Schülerzugänge wieder löschen, Jahrgangsstufe ändern zum Beispiel oder eben Kennwörter anzeigen. An dieser Stelle könnte ich die Klasse auch noch einmal bearbeiten, hier in diesem Bereich. Kennwörter anzeigen, da muss ich mich noch einmal an dieser Stelle einloggen. Und nun sehe ich zum Beispiel hier die Daten und könnte auf Drucken gehen. So, es öffnet sich also das neue Fenster mit dem Druckbefehl zum Beispiel. Was ich jetzt falsch gemacht habe, ich sehe ja jetzt nur Emily, das heißt, ich muss natürlich alle auswählen, Kennwörter anzeigen lassen, mich wieder nochmal hier bestätigen, dass das auch wirklich ich bin. Dann sehe ich jetzt hier die gesamte Klasse, gehe ich auf Drucken, öffnet sich zum Beispiel der Druckdialog. Wenn ich den wegklicke, sehe ich jetzt hier so ein bisschen in so einer Art Visitenkartenform die Benutzerdaten. Nun wechseln wir einmal zur SchülerInnenansicht und auch hier gehen wir über onlinediagnose.westermann.de zur neuen Online-Diagnose und hier melden wir uns jetzt mit den Benutzerdaten an, die wir von der Lehrkraft als SchülerInnen bekommen haben. So, ich sichere das Passwort mal an dieser Stelle. Emily hat sich schon einmal eingeloggt und hat mit dem Test schon einmal begonnen. Das sehen wir hier.
Dieser ist grau hinterlegt. Und hier haben wir einmal ganz am Anfang angefangen und aber ganz wenig nur gemacht. Das heißt, man kann an dieser Stelle den Test auch immer wieder unterbrechen und kommt zur Hauptseite zurück. Den Haupttest 2 haben wir noch nicht begonnen. Wir machen also mit dem Test weiter und haben verschiedene Aufgaben. Der erste Block ist erstmal vor allen Dingen Höraufgaben. Das heißt, man kann hier klicken. Durch die Aufnahmesituation hören wir jetzt nichts, aber normalerweise würde jetzt hier eben ja eine Erklärung kommen und oder ein Satz und hier müsste man jetzt das passende Bild zu der Aussage auswählen. So. Wenn ich draufklicke, weiß ich nicht. Dann werde ich erstmal ermutigt, das noch einmal zu probieren. Also es gibt hier an dieser Stelle erstmal keine großartige Unterstützung. Und wenn ich jetzt nochmal auf weiß ich nicht klicke, komme ich zur nächsten Aufgabe. Wenn ich auf Hilfe klicke, gibt es eben in der Regel diese Art von Tipp, also tippe auf das, was du auswählen möchtest, tippe noch einmal, um deine Auswahl zu löschen. Also ich kann jetzt hier drauf tippen, tippe ich nochmal, ist es gelöscht. So, ich wähle das aus, ich klicke auf Weiter. Wenn ich jetzt auf Fertig klicke, so, wird hier nochmal darauf hingewiesen, ich habe diese Aufgabe ja nicht bearbeitet. Möchte ich eigentlich ohne Lösung weitermachen? Nein, ich möchte natürlich hier eine Lösung abgeben. So, jetzt habe ich zu viel geklickt. So. Und so gehen wir diesen Hörtest jetzt einmal im Schnellverfahren durch, ne? Also hier oben hören und dann ein Bild auswählen. Wir sehen übrigens hier oben am Fortschrittsbalken, wie weit wir sind. Und ihr habt auch gemerkt, man muss ganz schön viele Aufgaben beantworten. Also es ist nicht eben so ein 5-Minuten-Test, sondern wenn man die Aufgaben lesen und hören will, ist man hier eine Weile beschäftigt. Wir haben es aber nun gleich geschafft. Und nun sehen wir hier schon gleich, der Test ist beendet. Und hier sehen wir auch schon erste Prozentangaben von den Ergebnissen und auch hier schon mal ein kleines Feedback, was man zum Beispiel noch einmal üben sollte. Gucken wir uns noch einmal ganz schnell den zweiten Bereich an. Wir gehen zurück zur Übersicht. Und jetzt ist nur noch der Haupttest 2 über. So, und hier gibt es vor allen Dingen viele Aufgaben aus dem Bereich Drag and Drop. Das heißt, wir haben leere Felder und müssen dann die Beschriftung an die richtige Stelle ziehen. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, aber in der Regel geht das ganz gut. So, also es zieht sich am Ende, auch wenn man das Feld nicht so ganz so gut trifft, zieht es sich manchmal gut ins Feld rein und manchmal springt es wieder zurück. So, das kriegt man aber, glaube ich, gut hin.
So, am Fortschrittsbalken sehen wir, wir sind noch nicht mal ganz bei der Hälfte angekommen. Ich glaube, die Aufgabenformate sind soweit erstmal klar. Drag and Drop, auswählen, lesen, Bilder betrachten, die richtigen Sachen auswählen, die zutreffend sind. In diesem Bereich bewegt sich dieser Test. In diesem Abschnitt geht es darum, dass wir uns den gleichen Englisch-Test zum gleichen Englisch-Buch jetzt einmal aus Perspektive eines Neuntklässler-Kontos angucken. Wir sehen schon auf den ersten Blick, wir hatten in Klasse 5 zwei Haupttests. In diesem Fall können wir sogar drei Haupttests freischalten. Sprache und Grammatik kommt hier dazu. Gehen wir einmal auf den Haupttest 1 und hier haben wir wieder das bekannte Hören und die richtigen Antworten auswählen. So, auch das gehe ich jetzt einmal beispielhaft durch. Im Grunde sehen wir also, dass sich die Aufgabenstellungen gar nicht so sehr unterscheiden. Gucken wir kurz bei Haupttest 2 rein. Und hier sehen wir, im Grunde bewegt sich das auch alles auf einem recht ähnlichen Niveau. Bei den Lückentexten eben haben wir vor allen Dingen den Unterschied, dass wir vielleicht zwei Lücken haben, aber fünf Wörter. Das heißt also, man muss hier schon ein bisschen mehr überlegen als zum Beispiel in Klasse 5. Gucken wir bei Sprache und Grammatik rein. Hier sehen wir es wieder, wir haben eine Lücke und hier gibt es eben viele verschiedene Wörter, die da reinpassen können. Man hat also nicht eine 50-50 Chance oder das Gefühl, jedes Wort, das da steht, muss da irgendwie reinpassen. So, hier sieht man ganz gut, wenn man draufklickt, muss man entscheiden, ob man Go, Am, Going wählt. Und wenn man sich unentschlossen ist, kann man wieder aufs Fragezeichen gehen. Gut. Hier an dieser Stelle kann man jetzt selber reinschreiben. Was passiert, wenn ich nichts ausfülle? Auch hier werde ich darauf hingewiesen, dass ich es nicht ausgefüllt habe. Zurück kann ich nicht, bei weiß ich nicht. Nochmal zurück zur Aufgabe. Okay, kann ich jetzt hier wieder draufklicken. Und dieses ist das letzte Video. Wir haben hier nun verschiedene Bereiche der Diagnose. Die können wir uns angucken. Wir können detailliert verschiedene Bereiche anklicken und sehen hier verschiedene Ergebnisse. Rot ist natürlich keine besonders gute Einschätzung. Gelb geht so mittelmäßig. Und dadurch, dass ich das eben so schnell durchgeführt habe, haben wir jetzt eben an dieser Stelle zum Beispiel keine grünen Ergebnisse.
Wir können also hier dezidiert reingehen. Für die einzelnen SchülerInnen können wir uns das ganz genau angucken. Wir haben hier auch die Förderung und können zum Beispiel eine Fördermappe herunterladen. Und auch die passenden Lösungen. Gut. Wir können den Download auch für die Kinder in ihrem Profil selber freischalten lassen und auch die Lösung entsprechend freischalten. Diese Bereiche sind für uns wichtig. Der untere Bereich der Bestellung als ausgedruckte Arbeitshefte sicherlich erstmal nicht. Unter dem Bereich Administration kann man auch einen Elternbrief ausdrucken. Und unter Evaluation könnte man zum Beispiel auch nochmal einen Nachtest machen in einem Abstand von einer gewissen Zeit und könnte zum Beispiel dann nochmal gucken, wie die Kompetenzbereiche sich verändert haben. Musik